So, da sind wir wieder. Und wir wollen jetzt zu den respawnenden Gegnern zurück. Und ja, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass sie respawnen. Das in der Halle des Feuers war echt übel. Also in der Halle des Feuers sind ja zwei von diesen Feuerelementaren, nenne ich die mal, gewesen. Die hatten wir damals umgebracht. Und jetzt, nachdem wir da unten waren, sind die respawned. Genauso wie er hier. Ihn hatten wir auch schon umgebracht. Also ihn und seinen Kollegen. So, Feuerball. Und zurücklaufen. Wusch. Ich liebe den Feuerball. Also ja, ich liebe in fast jedem Spiel den Feuerball. Auch wenn bei manchen Spielen das ganz schönes Potenzial für Chaos hat. Zum Beispiel wie bei Baldur's Gate. Da kann Feuerball ja schon mal in die Hose gehen. Wusch, 106. Ja, verbraucht tierisch viel Mana. Ich sollte nicht alles jetzt an einen Gegner verschwenden. Oh, die Krabben bringen ja auch 450. Das ist doch mal schick. Apropos Krabben. Da geht's zu den Hallen des Feuers. So, ich nehme jetzt mal Gorn. Gorn hat 26.947. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Dann gucken wir mal, wie es mit den Erfahrungspunkten wirklich funktioniert. Also, zumindest ansatzweise. Er hat 26.000 blub. Und nehmen wir mal unseren Damage-Dealer schlechthin, der übrigens schon wieder ein Drittel Level Vorsprung hat. Der hat 30.291. So, jetzt gehen wir los. Bringen so einen Feuerastronauten um, wollte ich gerade sagen. Also Astronog, oder wie die heißen aus Morrowind, Oblivion und Skyrim. Aber ja, Flammenelementar klingt irgendwie leichter auszusprechen. Jedenfalls für mich. Also, davon bringen wir jetzt einen um und gucken wir, wie sich die Erfahrungspunkte verteilen. Und es sind wieder zwei. Wir haben einen umgebracht, oder? Ich bild mir jetzt nichts ein oder so. Also wir haben einen umgebracht, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Krabbe haben wir auch gerade umgebracht, nur falls da später wieder eine ist. So, kommt mal her. Ja, komm immer noch her. Ja, komm immer noch her. Oh! Das Ding macht ja Reihumschaden. Das ist doch schick. Dann lauft ihr jetzt immer hin und her. Ich mache immer euch beiden Schaden und so könnt ihr beide schön sterben. Jetzt müsst ihr auch gar nicht mehr näher kommen. Jetzt, wo sie es nicht müssen, machen sie es natürlich. Doof. Oh oh. Nicht gut. Ach ja. So. Gehen wir zurück zum blauen Kristall. Hallen des Feuers. Ja, nee. Ja, das Problem ist, also diese Feuerelementare sind ja eigentlich einigermaßen einfach zu töten. Das Problem ist nur, ich weiche immer den Feuerbällen aus, was man ja auch muss. Und weiche dann halt in Fallgruben aus. Die da zuhauf rumstehen, also Nächstes Problem ist, es sind zwei auf einmal. Sonst könnte ich ja einen einfach in diesen Vorraum locken, also den da, und immer um ihn rumtanzen. Das Problem ist nur, wenn ich denn hier um ihn rumtanze und sein Kumpel kommt von hinten, dann habe ich ein Problem. Aber das kriegen wir schon hin, solange die jetzt nicht schon wieder respawn sind. So, Eisstacheln, Blitz. Und ich bin falsch gelaufen. Immer noch falsch. Besser. Na, ich höre es schon knistern. Da bist du. Bist du alleine? Dann darfst du ruhig kommen. Warum läufst du jetzt weg? Holst du deinen Kumpel? Ah, ich glaube, der hat echt seinen Kumpel geholt. Hey, das ist ein Abenteurer. Ich habe keine Lust, die alleine zu töten. Dann tanzen die immer so komisch um mich rum. Komm her. Oh, können wir über offene Fallgruben rüberzaubern? Ja, können wir. Das ist nochmal praktisch. Zack, zack. Bleib schön da stehen, dann können wir auch immer gleichzeitig deinen Kumpel mit anreißen. Ha, 500 Erfahrungspunkte. So,
Jetzt hau ich ab, bevor der zweite kommt. Und zähle Erfahrungspunkte. Nicht da, da könnten wir eingekesselt werden. Hier ist gut. So, Gorn hat... Erstmal hat er Hunger. Und Hungry Minotauren sind nicht angenehm. So. Wie sieht es mit Erfahrungspunkten aus? Er hat 27.000... Wo ist mein... Da ist mein Stift. 27.572. Ja, mein Problem. Er hat mehr als 500 bekommen. Ah, stimmt. Wegen dem Amulett. Okay, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Das waren ja 25% mehr. Ja, 25% mehr. Das heißt, er müsste bekommen haben... Oh, ich höre Feuer. Also nicht Fackelfeuer, sondern ich bin ein Flammenelementarfeuer. So, also 25% von 500 sind 125. Das heißt, 625 müsste er bekommen haben. Und das kommt auch einigermaßen hin. Ja. Also bekommt jeder in der Party die volle Erfahrungspunkte. Wie schaut er aus? Er müsste ja dann genau 500 bekommen haben. Ja. Genau 500. Ah, schade. So viel zu meiner Theorie. Wir machen eine Gruppe später mit nur einem einzigen Charakter. Also drei sterben und wir haben nur einen einzigen Charakter. Dafür bekommt der viermal so viele Erfahrungspunkte und wird richtig mächtig. Das hätte sich hiermit jetzt gegessen. Aber na gut. Das erklärt jetzt trotzdem nicht, warum die hier zwei Level hinter ihnen stehen. Wobei ich da ja auch wieder gespoilert wurde. Mir wurde gesagt, hau immer mit all deinen Charakteren drauf. Wahrscheinlich, weil sie sonst nicht den ganzen Anteil bekommen an Erfahrungspunkten. Na, hast du Schiss, weil der Kumpel tot ist? Also ja, anscheinend bekommt jede in der Gruppe die Anzahl der Erfahrungspunkte, die hier aufgetaucht, angezeigt werden, solange sie wenigstens einen Schadenspunkt gemacht haben. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Da bist du. Schaden. Aber ja, hätten wir Eismagie geskillt, wäre es vielleicht ein richtig schicker Zauber geworden. Zumal es bestimmt auch so einen Eisblock-Zauber gibt. Da wir ja die Eisbomben offen haben, soll es ähnliches machen. Wird es da auch den richtigen Zauber zugeben. Und Gegner einfrieren muss ja wohl tierisch praktisch sein. So, also wir haben jetzt einen Knopf gedrückt. Das heißt, eigentlich müsste hier irgendwo eine Platte zugegangen sein. Ich sehe bisher aber keine. Hat sich der Knopf vielleicht mit der Zeit resettet? Das könnte sein. Der Knopf war hier. Ich habe was scheppern hören. Und wieder scheppern hören. Also ja, das ist nur kurzfristig. Da. Okay, also... Ich drücke den Knopf. Ich gehe zweimal nach vorne, ich drehe mich nach links, ich gehe zweimal nach vorne und drücke den Knopf. Und schnell wieder nach hinten, damit wir nicht runterfallen. Okay, dreimal. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den Knopf raufgedrückt. Aber vielleicht hat meine Maus da auch gesponnen. Na gut, nochmal dahin. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Darum... Na Krabbe, bist du respawned? Nee. Feuerelementare? Okay. Wenn sie jetzt nochmal sterben, speichern wir ab. Also ja. Die hier respawnen auf jeden Fall schon mal. Anderweitig vielleicht nicht, aber die hier respawnen auf jeden Fall. Und die Schnecken respawnen auch. Also ja, es gibt respawnende Gegner. Aber generell können wir wohl sagen, dass sie nicht respawnen. Sonst hätten wir auf unserem Weg nach oben ja Horden von Gegnern treffen müssen. Also auf Ebene 1, 2 und 3. Au, 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 au. Ich rede schon wieder zu viel. Merkt man daran, dass wir so viel Schaden fressen.
Na, oh, Blitz. Aha. Jetzt darf der Dieb wieder alles rausreißen. Aber ja, der Dieb macht sich echt gut. Ich meine, er überlebt am längsten. Wobei jetzt anzunehmen ist, dass durch Ausweichen man auch Feuerbällen anderen magischen Schaden ausweichen kann. Das kann der Krieger halt nicht. Der Krieger muss ja auf seine Rüstung vertrauen und die schützt ihn wahrscheinlich nur vor physischem Schaden. Das heißt... Ja, natürlich hast du auch einen Respawn bekommen. Das war so klar. So. Kommen wir an dir vorbei. Danke. Also die Schnecken respawnen, die eine Krabbe respawnt und die Feuerdinger. Ja, ist alles Erfahrungspunkte, aber eigentlich wollte ich sowas nicht ausnutzen. So, also, letzter Versuch. Naja, nicht wirklich. Ernst gemeinter Versuch. Wir bringen jetzt die Krabbe hier um. Dann bringen wir die beiden Feuerdinger um. Dann speichern wir ab. Damit, falls wir runterfallen sollten oder irgendwie auf andere Art das Rätsel nicht lösen, dass wir dann laden können und nicht schön wieder gegen die Feuerviecher kämpfen. Also zum einen, weil ich, wie gesagt, sowas nicht gerne ausnutze und zum anderen, weil es für euch wahrscheinlich auch langweilig wird, immer zum blauen Kristall zu laufen, die Flammenviecher mit so einem komischen Tanz umzubringen und das Ganze wieder von vorne zu machen. So. Hat sich jeder schon Schaden gemacht? So, jetzt hat jeder einmal Schaden gemacht. Die Krabbe lebt immer noch. Na komm, dich backstabben wir jetzt. Oh, oder auch nicht. So, Hallen des Feuers. Wir gehen durch den Magier-Eingang. Wir gehen links rum und wir gehen wieder links rum. Ja. Laden schon den Eiszauber. Und oh, fällt mir gerade mal auf. Gorn hat gerade Mana verloren. Also durch seine Chop-Attacke wahrscheinlich. Okay. Dann könnte uns doch vielleicht nochmal das ein Problem werden, dass er Minotaure ist. Denn er hatte ja fast keine Weisheit. Und die Feuerviecher sind weg. Die wollen mich doch kirre machen, oder? Ja, ich höre nichts. Alles ist gut. Und ich wette, sobald ich jetzt irgendwas mache, respawne ich in meinem Rücken oder so. Aber das kann auch meine Paranoia sein. Na gut, guck mal kurz, was Essen angeht. Er hat Hunger. Sonst keiner. Gut. Dann Fackel aus der Hand. Kurz schlafen. Obwohl, müssen wir gar nicht wirklich. Das regeneriert sich ja richtig flott bei ihm. So. Dann nochmal Eis ist vorbereitet. Blitz ist vorbereitet. Dann speichern wir ab. LP 51. So. Jetzt drücken wir den Knopf. Ich gehe nach links. Ich gehe 2 nach vorne. Ich drehe mich nach links. Ich gehe 3 nach vorne. Und ich lasse mir Zeit mit dem Schalter drücken. Das ist auch getimed. Und ich konnte jetzt nicht sehen, wo. Das ist jetzt übel. Okay, nochmal das Ganze. Wir gehen hier hin, drücken den Knopf. Und wo ist jetzt was? Ah. Das müssen wir jetzt so lange machen, bis wir rausfinden, welche Fallgrube er jetzt geschlossen hat. So, wir haben hier eine Grube, aber die ist egal. Da ist nämlich kein Knopf bei. Wir haben hier eine Grube, die ist auch egal. Die Gruben in der Mitte sind eh alle egal. Die einzige Grube... Die einzige Grube, die wichtig ist, war nicht die, wo wir jetzt reingetripselt sind. So, aber wie gesagt, die sind alle nicht wichtig. Du auch nicht. Die geht hoch, wir drücken auf die drauf. Dann ist da ein Schalter. Das heißt, die Grube ist wichtig. Da hinten? Dann ist kein Schalter. Das heißt, die Grube ist wichtig und die Grube ist wichtig. Und die Grube auch. Also nur die Gruben einmal rum um diesen Pfeiler. Das heißt, wir drücken jetzt den Knopf nochmal, drücken dann den Knopf hier und gehen einmal um die Grube rum, um zu gucken, wo da was zugegangen ist. Es ist direkt dahinter. Laden. Zack.
Also, direkt dahinter. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Gucken wir zuerst, wie wir am schnellsten hinkommen. Darum nicht. Also, wir drücken den Knopf, gehen nach Seitenschritt links, geradeaus, geradeaus, rechts drehen, geradeaus, geradeaus, rechts drehen, Knopf drücken. Wäre ja alles nicht so das Problem, wenn es diese Zeitverzögerung hier nicht geben würde. Also, Knopf drücken. Also, wie ihr gesehen habt, ich bin an den dritten Knopf, ist das jetzt rangekommen. Dann sogar noch an den vierten. Also wir haben den gedrückt, wir haben den hier gedrückt, wir haben den hier gedrückt. Dann dahinter den auch noch gedrückt, aber dann ging unter uns die Fallgrube auf. Und wir hätten da weitergehen können. Okay, also war ich bloß zu langsam. Damit kann ich leben. Aber das machen wir als nächste Folge. Und da ich ja gerade erst gespeichert habe, mache ich jetzt einfach hier so einen Cut. Also bis gleich.